Kabine 4. Herr Schröder? Mein lieber Lenny, wenn du diesen Brief liest, verweile ich nicht mehr unter den Lebenden. Sei nicht traurig, mein lieber Lenny. Das Leben geht auch ohne mich weiter. Du bist ein ganz toller Junge. Du bist intelligent, hilfsbereit, vertrauensvoll und witzig. Und du hast eine Ader in dir, Dinge geschickt aufzuspüren und Rätsel zu knacken. Aus diesen Gründen habe ich einen letzten großen Wunsch an dich. Ich bitte dich, für mich die Suche nach gestohlenen, wertvollen Kunstschätzen zu beenden und diese dann seinem rechtmäßigen Besitzern im Museum abzugeben. Du musst auf der Hut sein und du musst Acht geben vor Mitwissern und Nebenbuhlern. Lies meinen Brief sehr genau und lies vor allem auch zwischen den Zeilen. Lilly! Hallo! Hi Lenny! Kommst du bitte mal an Land? Komme! Ich muss was mit dir besprechen. Ich brauch mal deine Hilfe. Oh, was ist mit dir los? Du siehst voll mies aus. Ja, mein Opa ist gestorben. Ich hab eben den letzten Brief an mich von ihm gelesen und er vermacht mir eine Aufgabe und also ich soll die Suche nach gestohlenen Kunstschätzen vollenden und hättest du Zeit? Ich bräuchte deine Hilfe, weil allein schaffe ich das bestimmt nicht. Im Prinzip schon, da müssten wir nur die Boards wegbringen zum Verleiher da hinten und dann, ja, das ist im Übrigen meine Cousine, sie ist 3 Wochen in den Ferien jetzt da und einfach mit, würde ich sagen. Hey, ich bin Sophia. Es tut mir wirklich leid, was mit deinem Großvater passiert ist. Ich kann es total nachvollziehen. Meiner ist letztes Jahr gerade erst gestorben. Okay, danke. Also das ist das Boot von meinem Opa. Der nimmt das immer, wenn er zu seinem Atelier fährt. Und da sind wir auf jeden Fall schneller, als wenn wir jetzt mit Fahrrad um den ganzen See fahren. Kann man da gerne mal rein? Deswegen würde ich sagen, fahren wir mit dem Boot. Alle Mann an Bord. Ups, Licht. Soll ich den Knoten schon mal abmachen? Ja, kannst du machen. So, dann wartet mal hier bitte, ich erzähle euch dann alles, ja? Okay. Bringst du die mal? Camilla, warte. Warte. Bis dann. Bis dann. Lieber Lenny, gehe bitte in mein Künstleratelier. Dort habe ich für dich einen Karton mit den Hinweisen versteckt. Dort, wo du dich immer so gerne versteckt hast.
du dich immer so gerne versteckt hast. Bingo. Lenny? Hm? Was machst du da? Ja. Ich muss euch jetzt erstmal aufklären. Mal mit. Also, ja, mein eben verstorbener Großvater hat mir die Aufgabe gemacht, die Suche nach gestohlenen Kunstschätzen zu beenden. Und, Oh, das war der Brief von Axel. Lenny? Ja, stimmt, du hast recht. Also. Sicher erinnerst du dich noch an meinen Freund Axel, der vor einiger Zeit verstorben ist. Er hat im Auftrag eines Kriminellen mehrere Kunstschätze aus einem Museum gestohlen, die er dann eigentlich an seinen Auftraggeber übergeben sollte. Da ihm jedoch die Kunstschätze selbst so gut gefielen, entschloss er sich, diese nicht an den Auftraggeber zu übergeben, sondern diese für sich selbst zu behalten. Er versteckte sie sehr gut, damit der Auftraggeber sie nicht findet. Der Auftraggeber ist natürlich auf der Suche nach den Kunstschätzen. Okay, stopp, warte mal. Warum sind die Kugeln jetzt hier, wenn doch dieser Alex sie versteckt haben soll? Axel und nicht Alex. Genau. Dann verstarb Axel jedoch plötzlich. Zuvor schrieb er noch einen Brief an seinen Sohn Klaus und einen an mich, seinen besten Freund. Durch seine schwere Krankheit gezeichnet, verwechselte Axel die Briefumschläge, sodass ich den Brief für seinen Sohn Klaus erhielt und Klaus erhielt den Brief, der eigentlich für mich gedacht war. Axel war schon immer geheimnisvoll und hat sehr viel mit Rätselei beschäftigt. Mit seinem Sohn Klaus hat er immer Rätselraten gespielt. Und so ist auch der Brief an seinen Sohn Klaus mehr oder weniger in Rätseln geschrieben. Sicherlich, damit der Auftraggeber die Kunstschätze nicht findet. Es scheint eine Beschreibung zum Versteck der Kunstschätze zu sein. In dem seltsamen Rätselbrief war der erste Hinweis zum Versteck der Kunstschätze beschrieben. Oh, das war der Brief von Axel. Ich habe den ersten Hinweis gefunden. Und daraufhin habe ich auch schon die Rätsel für den zweiten und den dritten Hinweis lösen können und diese gefunden. Okay, warte mal. Habe ich das jetzt richtig verstanden? In den Kugeln sind Hinweise auf die nächsten Kugeln versteckt. Und irgendwann haben wir dann den Schatz und geben es einfach dem Museum zurück? Ja, so ungefähr. In vereinfachter Form ausgedrückt. Das wäre dann aber ein bisschen sehr vereinfacht, weil dieser Sohn, Klaus, der sucht doch safe auch nach den Schätzen und der Auftraggeber doch wahrscheinlich auch. Ja, richtig, das scheinen die großen Unbekannten zu sein. Aber was sagt ihr? Wollen wir loslegen? Ja, richtig, wie ich euch gesagt hatte, das hat mein Großvater auch so geschrieben. Also ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die dritte Kugel und ja, mal sehen. Da ist gut. Komm, Camilla. Könnte vielleicht eine Telefonnummer sein. Soll ich mal gucken? Was willst du denn dann sagen? Vielleicht gar ist nichts. Es ja auch gar keine Telefonnummer. Also. Ja, auf keinen Fall. Vielleicht auch ein bestimmtes Datum? Vielleicht? Was hat das damit zu tun? Weiß ich nicht. Wie wäre es mit Koordinaten? Koordinaten? Koordinaten, ja. Die gibt man ins Handy ein und dann kommt ein bestimmter Ort. Und wenn das ein Gebäude ist, könnte dieser Schlüssel passen. Weiß einer, wie man das eingibt? Ja. So, dann lass uns mal schauen. Dann versuche ich das mal. 4, 8, 6. Ja, es sind Koordinaten. Und der Ort ist gar nicht so weit weg. Schaut mal, circa eine halbe Stunde mit dem Fahrrad.
Aber heute ist es irgendwie schon zu spät. Lass uns morgen um 10 Uhr wieder treffen. Okay, also morgen 10 Uhr. Ich packe eine Taschenlampe mit ein und du vergisst bloß nicht den Schlüssel und die Koordinaten. Okay? Ja, ich packe das hier gerade ein. Perfekt. Super. Dann ab nach Hause und morgen zum Schatz. Hast du jetzt eigentlich die Kugel mit dem Schlüssel? Oh shit! Hättest du das jetzt nicht früher sagen können? Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Du hast sie jetzt nicht ernsthaft vergessen? Das ist das Wichtigste! Wie typisch, Alter! Was ist daran lustig? Ich hab alles dabei. Komm, wir sind gleich da. Komm mit. Eigentlich müssten wir jetzt da sein. Ich sehe aber nur Feld und noch kein Gebäude. Naja, die Mühle da vorne vielleicht, aber die wird's eh nicht sein, oder? Na ja, doch, das könnte sein. Von den Koordinaten passt das. Lass mal da hinfahren. Sieht ganz gut aus. Bringen wir die Fahrräder hier ab? Ja, können wir machen. So. Ah ja, hier. Passt er? Ja, der Schlüssel passt. Na dann rein da. So. Die Figur sieht ja gruselig aus. Ich glaube, hier unten ist nichts. Wollen wir die Treppe hochgucken? Komm, machen. Was ist eigentlich, wenn die Kugel gar nicht hier ist, sondern draußen in einem Baum oder so? Das ist doch Quatsch. Warum legt man denn Schlüssel dabei, wenn die Kugel nicht mal hier... Also, dann heißt das doch, dass die Kugel hier drin sein muss. Hey, wohin gehst du jetzt? Ich schau noch mal unten. Oh, Camilla, hast du vorhin gewartet, hm? Ja. Ich glaube, ich habe was Interessantes gefunden. Die vierte Kugel. Oh, was? Können wir sie aufmachen? Ja, klar, mach sie auf. Schon wieder ein Rätsel. 3 Jahrhunderte alt. Ein himmlisches Wesen wacht über das Rätsels Lösung an dem Ort, an dem alles begann. Oh, was ist denn das für ein Schwachsinn? Wirst du daraus schlau? Leute, die Löcher da drin, die sind alle gleich groß. Lenny, hast du die anderen Kugeln mit? Ach, du meinst, ja, okay. Mhm.
Aufnahme perfekt. Das heißt, es fehlen jetzt noch 2 Kugeln dem Anschein nach. Ja, also insgesamt noch 3 Rätsel. Ja. Lilly, kannst du vielleicht noch mal vorlesen? Moment. 3 Jahrhunderte alt, ein himmlisches Wesen wacht über des Rätsels Lösung an dem Ort, an dem alles begann. Ich schlage vor, wir beraten uns in unserem geheimen Versteck. Ja. Können wir machen. Aber ich pack das mal wieder ein. Nehmen Sie mit, ja. Der alten Mühle, wo wir eben waren, eine Truhe gefunden, wo noch eine weitere Kugel drin war. Das war die 4. Dann passten die anderen da rein und jetzt ist noch Platz für, also waren noch 2 Löcher und noch Platz für 2 weitere Kugeln, kann man das so sagen? So in der Art war es, ja. Soll ich noch mal das Rätsel vorlesen ansonsten? Ja, bitte. Ja, mach mal noch mal. 3 Jahrhunderte alt. Ein himmlisches Wesen wacht über des Rätsels Lösung an dem Ort, an dem alles begann. Ein himmlisches Wesen? Das könnte vielleicht Gott sein? Ich würde eher sagen, himmlisches Wesen ist vielleicht ein Engel oder so. Also, es passt ein Engel auf diese Kugel auf. An dem Ort, wo alles begann. Und da war noch was mit 300 Jahren? 3 Jahrhunderte alt, ja. Aber das kann nicht sein. Also, der Engel ist ja nicht 300 Jahre alt. Er kann nicht 300 Jahre über eine Kugel wachen. So lange gibt es diese Kugel nicht. Ja, bestimmt. So, wir haben jetzt nur noch den Ort, wo alles begann. Wo wurden nochmal die Kunstschätze gestohlen? Die wurden aus dem Regionalmuseum hier gestohlen. Du meinst, dass dort der Engel ist? Ja. Toll, also haben wir jetzt einen 300-jährigen Bodyguard-Engel, der eine Kugel bewacht, oder nicht? Ja, das könnte aber sein. Eigentlich schon. Ja. Ich schau mal, ob das Regionalmuseum noch auf hat. Dann können wir da gleich hinfahren. Nee, das hat leider jetzt nicht mehr auf. Öffnet morgen wieder um 10 Uhr. Wollen wir uns dann da morgen um 10 Uhr treffen? Also morgen 10 Uhr am Regionalmuseum. Ja. Klingt gut? Ja. Okay. Ich habe mich schon mal ein bisschen schlau gemacht. Mhm. Ein Teil dieses Regionalmuseums gehört zum Franziskanerkloster. Mhm. Und die ältesten Gebäude dieses Franziskanerklosters wurden so um 1200 schon erbaut. Aufgrund dieser immer noch erhaltenen Bausubstanz gehört es dadurch einfach zu den ältesten und bedeutendsten Bauwerken MVs. Mhm. Ja. Das sieht hier alles aber sehr neu aus. Komm, wir gehen mal rein. Also, wir suchen einen 300 Jahre alten Engel, der vermutlich aus Holz ist. Ja, das könnte sein. Oh, sogar ein lebendiges Exponat. Was ein tolles Museum. Mal sehen, ob wir ein Schild finden, wo draufsteht, was er darstellt. Auf dem Schild steht: Hausmeister repariert Lautsprecher und bitte nicht füttern. Das Museum ist ja echt gut gemacht, das muss man sagen. Ja,
Finde ich auch. Also wären wir nicht auf diese eine Sache konzentriert, könnte ich mir echt gut vorstellen, hier nochmal herzugehen. Obwohl ich gar nicht so der Museumstyp bin. Ja, wer mag denn auch schon Museen? Ich mag sie eigentlich. Das hier könnte interessant aussehen. Das könnte passen. Schaut mal her. Was? Evangelischer Taufengel aus dem 18. Jahrhundert. Der Taufengel aus Lindenholz war in der Spannhauser Kirche schwebend aufgehängt. Die Skulptur besitzt eingesteckte Flügel. Ursprünglich besaß die Figur eine Farbfassung. Das könnte passen. 18. Jahrhundert? Mhm. Ist doch 3 Jahrhunderte alt. Aber da ist er doch. Ja, wir haben ihn gefunden. Schick ist der. Die Kugel ist bestimmt in der Schüssel drin. Ja, das kann sein. Das ist ein Taufbecken, keine Schüssel. Das Gleiche. Aber wie kommen wir da jetzt ran, wenn das da drin ist? Räuberleiter kann schwer werden. Ja, das könnte schwer werden. Warte mal, ich habe eine Idee. Nimm mir mal die Leiter. Dann kommen wir da oben ran. Brauchst du Hilfe? Ja, pass mal bitte mit an. Ja, Vorsicht. Wir nehmen sie vorn. Ja. Wir waren erfolgreich. Was? Mach's schon auf, komm schon. Ja. Ich lese mal vor. Such den nächsten Hinweis. Bei den Irren ist er unter der Erde bombensicher versteckt. Hm. Unter der Erde und bei den Irren, Willi, müssen wir jetzt das Grab eines Psycho ausbuddeln, um an den nächsten Schatz zu kommen, oder wie? Na, bei den Irren vielleicht in einer Irrenanstalt. Mhm. Oder die ehemalige Landesirrenanstalt hier in der Nähe, die Domisch. Ja, das ist gut. Landesirrenanstalt klingt gut. Wieso bist du denn jetzt auf einmal so abenteuerlustig? So kenne ich dich gar nicht. Nee, aber das klingt gut, das klingt gut. Na, okay, das wird heute eh nichts mehr. Wir haben heute Familiengrillen und müssen früher los. Na gut, dann lasst uns das morgen machen. Aber ich bin mir sicher, das müsste da sein. Vielleicht irgendwo in einem Keller wegen unter der Erde. Ja, gut, dann fahren wir da halt morgen hin. Dann müssen wir. Ich nehme die Kugel. Jacke. Ja, hab du die ein?
Scheiße! Oh, denn das schon wieder. Einer hat seinen Rucksack liegen lassen. Warte, bring ich erstmal weg. Mensch, genau. Ah, immer bleibt irgendwas irgendwo hier liegen. Na. Ach nee, da schließe ich ja nachher zu. Stell ich ihn hier hin. Ey, das dauert ja Ewigkeiten. Der kommt doch für gewöhnlich immer pünktlich. Und als ich ihn vorhin angerufen habe, hat er immer noch nicht geantwortet. Das ist komisch. Camilla! Hey! Siehste. Aber dann kann ja Lenny auch nicht bald sein. Hm. Er kommt nicht. Oh shit, da muss was passiert sein. Oder er ist zu Domisch gefahren noch gestern. Er hat doch gesagt, dass da die Kugeln versteckt sein könnten. Los, lass uns da hinfahren. Camilla, komm! Ab jetzt zu Fuß weitergehen. Ich hab, warte, ich hab ein Taschenmesser mit dabei, warte. Oh, meine Hände sind ganz taub. Oh. Seit wann liegst du denn hier? Seit gestern Abend. Was? Seit gestern Abend? Ja. Na, nicht bewegen. Kacke, du musst Hunger haben. Warte. Wie ist das? Danke. Ist okay, wir haben Essen. Ah, oh, ja, danke. Ich muss hier erstmal raus. Das ist so stickig. Mann, war das heiß da drin. Ja. Trink erstmal was. Danke. Was ist überhaupt passiert? Wieso warst du da drin? Also ich bin gestern Abend, als wir weggefahren sind, vom Turm noch hierher gefahren. War mir echt sicher, dass die Kugel hier versteckt ist im Keller. Aber da war sie nicht. Und als ich dann nur rauskam, aus dem Keller, war hinter der Kellertür anscheinend eine Person, die mir ein Tuch vom Mund gehalten hat. Und einmal war ich ohnmächtig. Und dann bin ich da aufgewacht. Naja, wir haben uns zu Hause Gedanken gemacht um das Rätsel auch wieder. Naja, es ist ja hier auf jeden Fall und bombensicher versteckt. Vielleicht gibt's hier einen Bunker. Weißt du, ob hier irgendwas. Naja, das Gelände wurde hier ja nicht nur als Irrenanstalt genutzt. Und das ist riesig. Ein Bunker würde nicht auffallen. Das stimmt. Ich habe vorhin da so eine Frau lang gehen sehen. Die könnten wir doch einfach mal fragen. Ja, das können wir machen. Sag mal, wo ist eigentlich mein Rucksack?
Na gut, das können wir auch fragen, ob sie was gefunden hat. Dann lasst uns mal euren Bunker suchen. Oder wir fragen einfach die Frau da, wo er ist. Stimmt. Lenny? Ja? Wo ist eigentlich dein Fahrrad? Das habe ich da um die Ecke gestellt. Okay. Ach, wie ist es da denn doch? Hallo. 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 Hallo? Hier muss ziemlich viel passiert sein in den letzten 100 Jahren. Ja, ganz schön viel in den letzten 100 Jahren. Kann ich mir denn auch vorstellen, dass es hier auf dem Gelände einen Bunker gibt? Ja, schließlich waren die Russen hier auch stationiert und die hatten auch einen Bunker. Mhm. Und kann man den auch finden? Finden kann man alles, wenn man sucht. Können wir ihn dann auch finden? Ich glaube, ihr könnt ihn auch finden. Ich glaube, ihr könnt ihn auch finden. Und wenn ihr jetzt nach hinten geht, dann Richtung vom alten Friedhof und dann immer rechts. Und dann findet ihr dann den Bunker. Und ist der Bunker auch auf? Also können wir uns darin umschauen? Nee, ich glaube, der ist jetzt nicht mehr offen. In dieser Zeit ist er meistens schon abgeschlossen. Aber wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, ich habe noch ein bisschen was zu tun. Vielleicht kommt ihr nachher noch mal vorbei und dann kriegen wir das vielleicht hin. Dann gehe ich mit euch hin. Machen auch nicht auf. Okay. Gut, danke. Bitte. So, könnt ihr mal kurz auf Camilla aufpassen? Ich nehme mal meinen Rucksack. Klar. Achso, und ich hole mein Fahrrad. Wir können ja denn los. Okay. Komm. Na dann los. Ja. Hier ist der Friedhof. Toll. Und wo lang jetzt? Sie hat doch rechts halten gesagt. Ach so, ja, gut dann. Ich glaube, wir sind da. Das ist der Bunker. Der ist gigantisch. Ja. Mal sehen, ob er auch auf ist. Der ist auf. Der ist noch auf. Na dann. So. Habt ihr Lachen? Ja. Ja. Camilla, warte draußen. Du bewachst den Eingang, okay? Sieht ja gut aus hier. Geh mal weiter. Kannst du das sehen? Hier rein. Pass auf, stoß nicht den Kopf. Ja. Ich sag's euch, hier war seit Jahrhunderten niemand.
Ich glaube, ich habe sie. Was? Ja. Was? Ja. Einmal. Bravo, jetzt hast du alle Kugeln gefunden. Füge sie nun zusammen und du hast den Schatz. Wir haben alle, wir sind durch. Ja, auf zur Mühle. Let's go. So, jetzt mal sehen. Hast du die Kugeln? Ja, hab ich. Mal schauen, was da passiert ist. Die Kappe ist auf. Hä? Ja, und Licht ist auch an. Heute, das sind die Kunstschätze. Ich glaube, wir haben es geschafft. Kommt. So. So, geh mal rein. Mal gucken, was drunter ist? Ja, mach mal. Das interessiert mich jetzt auch. Mhm. So ein griechischer Gott ungefähr. So. Und ein Springer. So ein Schachfigur. Ja. Wow. Die Bilder. Mhm. Wow. Wie schön. Na, danke fürs Finden. Bringt alles hoch. Wer sind Sie? Ich bin Klaus, der Sohn von Axel. Mein Vater gehören die Kunstschätze. Sie gehören ihm nicht. Er hat sie gestohlen. Und wir bringen sie jetzt zurück ins Museum. Los und bringt sie schon hoch. Er bringt es ins Auto. Was wollen Sie damit? Es gehört dem Museum. Ihr Vater hat es damals gestohlen. Bringt es ins Auto. Das sind meine Kunstschätze. Ich bin der Auftraggeber. Ich habe es damals bei Axel in Auftrag gegeben. Ich habe die Ware bezahlt und habe sie nie erhalten. Bring die Ware ins Auto, los! Sie sind der Auftraggeber? Ganz recht. Ich bin der Auftraggeber. Los, bringt es ins Auto. Ja, macht das schon. Soll ich euch alle umlegen? Klaus, mit dir fange ich an. Ah! Oh, danke, Lilly. So, Klaus, Sie helfen uns jetzt, die ganzen Sachen ins Regionalmuseum zu bringen. Ansonsten rufen wir die Polizei. Wenn Sie uns aber helfen, dann verschweigen wir das Ganze. 1-0 war's, oder? Na, wenn es so rechtens ist. Vielen Dank, dass ihr diese Kunstgegenstände zurückgebracht habt. Jetzt Gerne. Sind sie endlich wieder an dem Ort, wo sie hingehören. Da habt ihr eine abenteuerliche Reise hinter euch, aber es hat sich gelohnt. Vielen herzlichen Dank nochmal dafür. Gerne doch, das noch. Auch für dieses Stück. Danke. Schön gerade.